Es ist wohl der Wunsch der allermeisten Häftlinge, die Gefängnismauern so schnell wie möglich wieder zu verlassen. Und so mancher malt sich nicht nur ins Geheim aus, wie so ein Ausbruch gelingen könnte. Doch viele Insassen in britischen Gefängnissen müssen sich diese Gedanken und Mühen nun nicht mehr machen. Denn die neue Regierung unter Premierminister Keir Starmer entlässt hunderte Häftlinge in die Freiheit. Mit der Einschränkung, eine solche vorzeitige Entlassung kommt nicht für Gewaltverbrecher und Täter häuslicher Gewalt in Frage. Über die Gründe für diesen Schritt Annette Dittert. Rattenplagen und dramatischer Personalmangel. Die Zustände in vielen Gefängnissen in England sind katastrophal. Jeden Morgen, wenn du die Tür aufmachst, hoffst du, dass sie noch leben. Und die Gefängnisse sind derart überfüllt, dass die britische Regierung rund 1700 Gefangene frühzeitig entlassen musste. Zustände, die der neue britische Premier von den Tories geerbt hat, wie er am Mittwoch im Parlament beklagte. Mich macht es wütend, dass ich jetzt vorzeitig entlassen muss, denn es ist die letzte Regierung, die das Justizsystem zerstört hat. Wenn wir aber jetzt nichts tun, können neue Gewalttäter nicht mehr verurteilt werden. Und so knallten in den letzten Tagen die Sektkorken vor Gefängnistoren. Für viele hier allerdings dürfte es ein kurzer Ausflug in die Freiheit werden, denn es gibt nicht genug Bewährungshelfer, die sich kümmern könnten. Wo soll ich hin? Ich habe genau einen Termin bei der Bewährung. Dann wird mir langweilig und ich fange wieder an mit Drogen. Dafür muss ich klauen und dann bin ich direkt wieder hier. An den unhaltbaren Zuständen ändere das alles nichts. Wir treffen Alex South, die 10 Jahre als Gefängniswärterin gearbeitet hat, bis sie nicht mehr konnte und vor 3 Jahren hinschmiss. Es fehlte überall an Personal. Deshalb mussten wir die Häftlinge 23 Stunden am Tag wegschließen. Diese Art der Isolation aber führte zu mehr Gewalt und Selbstverstümmelung, erzählt sie mir. Ich habe furchtbare Dinge gesehen. Menschen mit zugenähten Lippen, die sich versucht haben, die Augen rauszureißen. Und da sprechen wir noch nicht mal von der Gewalt untereinander. Ganz abgesehen von den unzumutbaren hygienischen Zuständen in den uralten Gebäuden. Bilder, die Alex noch heute verfolgen. Ich erinnere mich, wie sich das Gras unter den Fenstern bewegt. Weil es kein Gras, sondern Hunderte von Ratten waren. Es war widerlich. Dass die neue Regierung hier schnell etwas ändern kann, glaubt sie nicht. Das ist eine enorme Aufgabe, die keine Regierung einfach so stemmen kann. Du brauchst Leute mit Erfahrung, das braucht Jahre. Du würdest also nicht zurückgehen? Nein. Keir Starmer ist damit in einer schwierigen Lage. Zwar will er neue Gefängnisse bauen lassen, bis Ende Oktober aber bleibt ihm nichts anderes übrig, als noch einmal ca. 3.800 Insassen zu entlassen. Wohl wissend, dass der erste schwere Zwischenfall mit einem dieser Ex-Häftlinge zu einer handfesten politischen Krise für ihn selbst werden kann.